Führende Wirtschaftsinstitute in Deutschland haben ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr geändert. Zunächst wurde ein Wachstum von 1,3% angenommen. Jetzt wird das Bruttoinlandsprodukt nur noch auf magere 0,1% geschätzt. Die Wirtschaft in Deutschland ist angeschlagen. Eine bis zuletzt zähe Konjunkturschwäche geht mit schwindenden Wachstumskräften einher. In der lahmenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung überlagern sich also konjunkturelle und strukturelle Faktoren. Zwar dürfte ab dem Frühjahr eine Erholung einsetzen, die Dynamik wird aber nicht allzu groß ausfallen. Deutschland, Europas größte Volkswirtschaft, hat mit hoher Inflation zu kämpfen. 2025 soll es wieder bergauf gehen. Experten sagen ein Wachstum von 1,4% voraus.